Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Bloody Platin. Im letzten Part haben wir Selfe gefangen und sind schon mal hier auf Route 222, glaube ich, angekommen Richtung Sonnewick. Und hier will ich heute ganz gerne gegen einige Trainer kämpfen. Mal schauen, wie das so wird. Schnüssel Alex mit Porygon 2. Was? Was? 76? Und eine schöne Ballkapsel hatte er. Also Cyrus hatte ja auch schon dieses Level. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie hoch sein stärkstes war. 74, 75, 76, aber Cyrus war halt auch schon recht hoch. Aber Cyrus war ja auch special, sag ich mal. Okay. Und ich hätte gedacht, da die wilden Pokémon ja so 62, 64 hatten, wie wir im letzten Part gesehen haben, dass die Trainer hier dann so ungefähr mein Level haben, beziehungsweise vielleicht so, ja, sagen wir eher, dass sie so 70, 72 haben, hätte ich gedacht, weil bei Blitzer waren die ja auch schon recht stark. Aber dass sie schon 76 haben, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also so hoch hätte ich dann doch nicht gegriffen, weil ich eher gedacht hätte, dass Volkner vielleicht 76 hat. Hat er vielleicht auch? Ja, Hyperstrahl! Immerhin kann ja gut sein, dass Volkner auch 76 hat und die Trainer hier jetzt einfach nur recht stark sind. Das hatten wir auch öfters schon mal, dass die Trainer auch sehr, sehr stark waren und der Leiter dann genauso hoch war. Also das kann gut sein. Er muss jetzt ja nicht zwingend 85 haben. Er kann auch 76 haben und die Trainer sind einfach nur noch mal ein besonders großes Hindernis beziehungsweise besonders gutes Training. Aber Level 76 hat mich trotzdem überrascht. Hat man vielleicht dezent gehört. Rizeros, das ist schön, aber das kann Makai machen. Also prinzipiell, bei Blitzach hatten die ja so Level 70. Und dann kam ja die ganze Sache mit Team Galaktik und dem Kraterberg und so. Deswegen ist 76 vielleicht gar nicht so übertrieben. Aber da ich ja zwischendurch nie trainiert habe, gucke ich jetzt ganz schön in die Röhre. Weil die einfach mal 10 Level höher sind als ich. Das heißt, ich muss auf der Route hier wirklich verdammt gut aufpassen. Und so ein bisschen den Typ-Vorteile ausnutzen. Ich meine, er hatte auch nur 2 Pokémon. Vielleicht sind die anderen dann wieder ein bisschen schwächer, wenn sie vielleicht 3 oder 4 Pokémon haben. Mal gucken. Ich versuche mich hier irgendwie durchzukämpfen. Und dann gegebenenfalls werde ich einfach vor der Arena nochmal trainieren, wie schon angekündigt. Das sollte auf jeden Fall passen. Gehen wir erstmal hier oben lang, würde ich sagen. Es ist ja ziemlich egal, ich will ja alles abklappern. Solltet ihr übrigens zwischendurch irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund hören, irgendwelches Klappern oder so, die Nachbarn tragen gerade irgendwas, weiß nicht, die Treppe hoch oder räumen um oder beides. Auf jeden Fall machen die komische Geräusche im Hintergrund. Aber es hält sich in Grenzen. Das sollte also gehen. Ist doch immer so. Ich meine, in Aufnahmen kann so viel schief gehen. Ich meine, einiges ist auch immer Eigenverschulden, muss man dazu sagen. Wenn man mit dem falschen Mikrofon aufnimmt und auf einmal das Webcam-Mikrofon als Mikrofon eingestellt hat, was wesentlich schlechter ist. Oder im falschen Dateiformat, dass das dann später nicht vernünftig bearbeitet werden kann. Oder man nimmt irgendwie die falsche Szene auf. Oder mit falschen Einstellungen, das ist halt irgendwie, stottert oder so. Also es gibt genug Möglichkeiten für Eigenverschulden. Aber oftmals sind doch einfach die anderen schuld. Mehr oder minder. Die wissen ja nicht, dass ich hier sitze und aufnehme, aber trotzdem. Ich habe gesagt, vielleicht werden die etwas schwächer, nicht stärker. 78? Come on, das ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich wechsle lieber. Ich glaube, das könnte mit Chris ein bisschen lange dauern. Außer jetzt kommt irgendwas Gemeines von dem Miltank. Gyroball. Oh, gut. Ist nicht so schlimm. Und ich bin schneller. Perfekt. Also wie gerade schon gesagt, es ist gar nicht so übertrieben, dass die hier wesentlich stärker sind, weil ja zwischen Blitzach und hier noch ziemlich viel kommt. Wenn ich bei Blitzach bereits auf Level 70 trainiert gehabt hätte, wäre das natürlich jetzt wesentlich angenehmer für mich.
Deswegen ist es noch nicht mal so, dass ich das Spiel jetzt irgendwie anschwärzen kann dafür. Achso, die hatte auch nur ein Pokémon, na gut. Aber es ist schon heftig, finde ich persönlich. So, was haben wir hier oben noch? Kann ich hier hin? Ich habe keinen Zerschneider. Gut, weil Katali habe ich ja gerade nicht dabei. Da liegt bestimmt noch ein Item, aber ich bin gerade zu faul nachzugucken. Ha! Das einzige Item, das man wirft, ist der Pokéball und Superball und Hyperball und Flottball. Aber fassen wir das mal alles zusammen. TM Schleuder. Jo. Habe ich irgendwie noch nie wirklich sinnvoll benutzt. Aber gut. So, du willst jetzt auch noch nicht kämpfen, weil noch hell ist, aber du kannst gerne mal zurückkommen. Ich kann das nicht erklären. Nachts bin ich viel unruhiger als am Tag. Also unruhiger bin ich nachts nicht, weil ich da normalerweise schlafe, beziehungsweise müde bin und so. Aber ich fühle mich nachts auch, glaube ich, unwohler. Also wenn ich wirklich, gerade jetzt so im Winter, dann draußen unterwegs bin im Dunkeln, das ist schon nicht so schön. Also fühle ich mich auch nicht so wohl. Bin auch eher so ein Tagmensch. Grabhammer. Joa. Es tut auch ziemlich weh. Obwohl Chris hier einiges wegsteckt. Wie viel Schaden mache ich dir im Gegenzug? Einiges, das war ein Volltreffer. Schade. Aha. Aber das war die Attacke, die mehr Schaden macht, wenn ich schon über die Hälfte weg habe, richtig? Dementsprechend war das jetzt gar nicht so schlimm. Ah, du heilst dich. Schade. Ich dachte, ich könnte dich jetzt ganz sneaky mit einem Shadow Sneak platt machen. Aber dem war leider nicht so. In dem Fall lasse ich das, glaube ich, mal Amde machen, weil ansonsten muss ich hier wieder ein bisschen heilen. Und das muss ja nicht sein. Krabhammer sieht eigentlich so süß aus von der Animation her, so platsch. Eieieiei. Also man merkt schon, dass Chris deutlich mehr wegsteckt als die meisten anderen Pokémon in meinem Team. Komm schon, Amde. You can do it. Gut. Oh, sehr schön. Aber ich glaube, es hätte auch ohne Volltreffer gereicht. So, Marumai. Das klingt nach einem Fall für Kati. Und das gerade im Doppelkampf? Boah. Schon nicht schlecht. Bin gespannt, was der kleine Planscher für Pokémon hat. Läuft schnell. Und ich bin schneller, sehr gut. Sei K.O. oder schreck zurück. Bitte. Weder noch. Na gut. Ob dann Turbo-Tempo reicht? Probieren wir es mal aus. Dafür habe ich die Attacke ja schließlich, auch wenn sie nicht wirklich nach Turbo-Tempo aussieht, aber... Nun gut. Gut. Was ist dein drittes Pokémon? Pilippa. Aber schneller als Pilippa bin ich ja wohl. So, dass Amde nichts passiert. Ich finde aber solche Kämpfe immer echt spannend, weil man da schon so ein bisschen aufpassen muss, was man denn da jetzt tut. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß. Gerade das finde ich halt an Bloody Platin so cool, die ganzen Kämpfe. Ich meine nicht diese unfairen Kämpfe, aber die etwas schwierigeren Kämpfe. Ich fand auch den Hürdenmodus in Schwarz und Weiß 2 super. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie das vielleicht noch in anderen Pokémon-Spielen gemacht hätten und vielleicht von Anfang an. Das wäre ganz cool gewesen. Ich meine, Heldenmodus in Zelda ist ja auch nichts Neues. Warum nicht auch in Pokémon? So, dann werde ich aber kurz mal Tränke benutzen. Ey, wo sind meine? Da. Ganz unten sind sie gelandet. Zumindest für Chris und für Neji. Amda hat ja schon 68, den setze ich nach Möglichkeit gar nicht ein. Gut. Dann der kleine Matrose. Matrose? Schwimmer. Sieh doch nur mein Pokémon, es ist so cool. Jetzt bin ich gespannt. Was hast denn du Schönes? Du hast nur zwei Pokémon. Luminion. Luminion ist schon sehr hübsch, muss ich sagen. Es ist auch so ein Pokémon, was irgendwie gerne in Vergessenheit gerät, habe ich das Gefühl.
Aber ich mag es echt gern. Und das kann Silberhauch lernen? Okay. Ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Deswegen weiß ich das nicht so genau. Aber ich finde es echt sehr schön. Ja, ist okay. Kehrtwende. Kommt jetzt ein Normal-Pokémon zufälligerweise raus? Das würde ich dem Heck auf jeden Fall zutrauen. Ne, Starmie, das ist sogar ziemlich gut. Gegen Starmie habe ich in dem Fall nicht wirklich was. Weil du ja auch ein Psycho-Pokémon bist. Auch wenn ich das erst ziemlich spät herausgefunden habe. Irrtümer meiner Kindheit. Ach, und jetzt, ja gut, du kannst doch gerne fröhliches Pokémon-Karussell machen, habe ich auch kein Problem mit. Ich kann gerne auch weiter Finsterfaust und Schattenstoß machen. Wenn dich das glücklich macht, es bringt nur nicht so viel. Ich meine, die Kehrtwende macht jetzt nicht den größten Schaden und deine Pokémon gehen nach und nach drauf. Aber ich stelle mir das im Doppelkampf schon so ein bisschen nervig vor, mit dem anderen Typi zusammen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Starmie besiegt und dass es irgendwas machen konnte. Ist mir auch lieber, Starmie kann ordentlich reinhauen. Und Luminion sollte Chris auch noch hinkriegen. Und Whirlpool. Also Silberhauch ist ja prinzipiell eine gute Attacke, nur nicht gegen Chris. Kehrtwende, okay. Und Whirlpool. Ich hoffe, das Ding kann wenigstens noch einen Surfer oder so. Das wäre sonst sehr traurig. Aber gut, das waren schöne Erfahrungspunkte. Und Level 67. Du musst dich an meinem Schwimmreifen festhalten. Ich finde diese Schwimmreifen so cool. Ich meine, ich bin ja auch kein Kind mehr. Glaubt es oder glaubt es nicht, aber so Schwimmreifen sind echt cool. Oder generell so Schwimmtierchen oder so Schwimmnudeln. Ich fand die immer so episch. Noch ein Pilipper. Okay. Die Sache ist, was kann ich gegen dich großartig machen? Was ist mit dem Eishieb eigentlich? Ist natürlich gegen den Wassertyp nicht so gut, aber immerhin gegen den Flugtyp. Vielleicht? Autsch. Macht nicht so viel Schaden. Na gut. Dann schicken wir mal Kai ins Rennen. Der sollte eigentlich die Wasserattacken ganz gut abfangen können. Rückenwind. Okay, warum nicht? Ah, einmal Drachenpuls, bitte. Bei mir wäre die Hydropumpe sowas von daneben gegangen. Mindestens einmal. Das ist so eine Attacke, genau wie Feuersturm und Donner. Wobei Donner geht eigentlich tatsächlich. Mit Donner treffe ich sogar ab und zu mal. Aber mit Feuersturm glaube ich sogar auch. Aber mit Hydropumpe gefühlt nie. Ich weiß auch nicht. Aber die treffen natürlich grundsätzlich immer. Ich meine, ich wurde auch mit Eiseskälte irgendwann mal besiegt. Von daher gesehen sollte mich das ja nicht mehr überraschen. Das ist schon das zweite Pilipper auf dieser Route. Was hast denn du noch so? Gastrodon. Ja, jetzt so eine Pflanzenattacke. Ich glaube, da kann ich einfach weiter Drachenpuls machen. Welches von beiden hast du? Irgendwie haben alle immer das Rosane. Ich meine, es ist ja auch das, was du früher im Spiel fangen kannst. Deswegen, wenn ich einen Gastrodon mal im Team habe, habe ich auch immer das Rosane. Aber die Trainer, denen könnte man noch rein theoretisch auch das andere geben. Aber sie haben grundsätzlich auch immer das hier. Ich könnte jetzt natürlich einen Surfer machen. Im Regen. Gegen ein halbes Boden-Pokémon. Aber dann hat das Ding garantiert Sturmsog. Von daher gesehen, nein. Ich mach weiter Drachenpuls. Und da machst du Body Slam. Jo. Da hat sich der Regen ja richtig gelohnt. Ich meine, es kommt drauf an, was gleich noch für ein Pokémon kommt. Wenn so ein Kapalurus oder so kommt, bin ich nicht ganz so begeistert von dem Regen. Aber ansonsten kannst du jetzt gerne verschwinden. So. Na, was kommt? Krebutak. 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 Krebutak.
hoffe, dass Kathi das hinkriegt. Ich meine, du bist ja auch ein halbes Unlicht-Pokémon. Dementsprechend sollte die Aurasphäre ja eigentlich gute Arbeit leisten und ich bin auch schneller. Das ist schön. Mal gucken, wie viel das jetzt abzieht. Das sieht schon mal gut aus. Ja, perfekt. Also das sind auch so Routen hier, wo ich mich so ein bisschen konzentrieren muss. Also klar, die Level in dem Spiel sind hier alle ziemlich hoch und die Kämpfe sind alle ziemlich heftig. Aber es gibt einfach so Gebiete und Trainer, die sind wesentlich angenehmer als andere. Dementsprechend kann ich da wesentlich besser über andere Sachen reden, als bei solchen Routen hier, wo ich im Schnitt 10 Level zu niedrig bin. Da konzentriere ich mich dann doch lieber so ein bisschen auf den Kampf. So, und Kai kriegt auch noch. Dann gehen wir mal wieder zurück in die andere Richtung. Ich bin jetzt zu faul, nach Sonneweg reinzugehen, beziehungsweise ich will gerne mit euch zusammen dann nach Sonneweg gehen. Pokémon-Größenwettbewerb. Große Pokémon gesucht. Okay. Ich habe meinen Wailord gerade leider nicht dabei. Ein riesiges Dremoreit. Damit kann ich leider gerade nicht dienen. Also ein Häuschen am Strand wäre schon ganz süß. Oh, ist das das eine Haus? Der Pikachu-Fanclub. Pika, Pika, Pika? Pika, Pika, Pika. Ich weiß, ich habe jetzt gerade Fragezeichen und Ausrufezeichen mit meiner Betonung vertauscht, aber es ist auch egal. Ah. Und alles shiny. Es ist so cool. Pikachu! Pikachu! Ich versuche Pokémon-Champ zu werden, nur mit Pikachu. Wärst du weiblich, würde ich ja sagen, das bin ich in ein paar Jahren. Biga, 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 Pikachu! Das müssen wir nochmal üben. Ich will auch so ein Pokekind-Kostüm. Ich meine, ich habe so Pikachu-Öhrchen und ich habe eine Pikachu-Mütze. Aber ich hätte halt auch wahnsinnig gerne... Ach komm, du bist ja eh normal Pokémon. So ein Pikachu-Kostüm, oder? Nicht so ein Pikachu-Kostüm, weil ich darin, glaube ich, mich totschwitzen würde, aber so ein Hoodie. So ein Pulli oder so. Oder auch eine Strickjacke, ist ja egal, mit Pikachu-Streifen auf dem Rücken und so einer Kapuze, wo Pikachu-Öhrchen dran sind. Aber die Dinger sind ja immer mega teuer. Aber das wäre so cool. Gut, da kann ich eigentlich auch drin bleiben. Ich habe ja einen Donnerschlag. Ich glaube, bei Meryl habe ich nicht so viel Angst. Ich hätte sowieso, es gibt so viele Merchandise-Sachen zu allen möglichen Spielen. Allein Pokémon. Es gibt so viele süße Pokémon, zu denen ich gerne ein Plüschi hätte. Verdammt, das reicht nicht. Autsch. Oder Poster. Oder Tassen. Oder T-Shirts. Und Stuff. Oder Kissen meinetwegen. Und das gleiche dann bitte auch nochmal bei Digimon und bei Zelda und Kirby und bei allem Möglichen. Also ich wüsste gar nicht, wohin damit. Und ich meine, ich habe ja schon einiges an Merchandise, aber dann sieht man wieder irgendwas und denkt sich so, haben will. Kennt ihr das? Das ist ganz furchtbar. Und das ist eure Brieftasche immer, nein. Und ihr denkt euch aber so, ich will aber. Und das ist ganz furchtbar. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Naschweif geht daneben. Sehr gut. Dann hätten wir Azumarill. Ich finde den Sprite nicht ganz so schön. Prinzipiell mag ich Azumarill, aber der Sprite sieht irgendwie so gequetscht aus in dem Spiel. Pikachu! Wie gesagt, das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Pika. Ich brauche noch mal Übung, um wie ein Pikachu zu werden. Ich glaube, die anderen sind aber alle echt hier. Pikachu! Gut. Hallo, du kleine Planscherin. Hör mal, sagst du mir, welche Pokémon du hast? Klar, oder guck es einfach mein Let's Play dazu. Je nachdem. Oh, sie hat nur ein Pokémon, das macht mir Angst. Dieser Sprite, ne? Ich weiß nicht, wo ich anfange. Also die Pose sieht ja schon sehr artistisch aus. Aber irgendwie hat es ein ziemlich dickes Hinterteil auf diesem Bild, beziehungsweise einen ziemlich dicken Oberschenkel. Und
Ich weiß nicht, das Gesicht ist irgendwie... Autsch. Verstörend für mich. Ich hoffe mal, das reicht jetzt. Ich hätte mich vielleicht heilen sollen, fällt mir so im Nachhinein. Ich glaube nämlich nicht, dass der Donnerblitz reichen wird gegen einen Aquaner. Das war eigentlich ziemlich blöd. Aber es ist mir dann auch erst im Nachhinein eingefallen, wie blöd das eigentlich war. Ich war so abgelenkt von diesem Sprite. Können wir es darauf bitte schieben? Der ist nämlich echt nicht hübsch. Also so wirklich nicht. Ah, Luftschnitt. Nee, also das Gesicht ist irritierend. Ah, du schreckst zurück, sehr schön. Ich glaube, dann gehe ich... Ey, doch gleich erstmal nach Sonnewick. Verteidigung steigt stark. Ja gut, ich greife speziell an, von daher gesehen. Ich gehe mich zumindest kurz heilen in Sonnewick und renne dann sofort wieder raus. Dann können wir uns die Stadt beim nächsten Mal angucken. Und wir können Ballkapseln kaufen. Die sind ja leider jeden Tag anders. Aber da sind noch jede Menge Angler. Jede Menge Angler. 3, 4, 5. Okay, da muss ich, glaube ich, irgendwie hinsurfen. Ach ja, werde ich nicht gleich erstmal angelabert? Fällt mir gerade so ein. Ja. Oh, sie haben ihn ganz rot gemacht. Hey, Trainerkollege, deine Pokémon sind in ihren Pokébällen gut aufgehoben. Aber das verbirgt ihre Aura nicht, sie sind ganz schön zähe Kerlchen. Oh, entschuldige, soll ich mich erstmal vorstellen. Ich heiße Ignaz, ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Ich habe da so eine Idee. Vielleicht könntest du das erledigen. Es geht um den Arenaleiter dieser Stadt. Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus für den Kampf vollends verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderern ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Dann der Stromausfall hat seiner Laune sicherlich auch nicht geholfen. Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, nicht wahr? Ich möchte, dass du ihm einen Kampf lieferst, der seine Leidenschaft für Duelle wieder zum Leben erweckt. Ich verlasse mich auf dich, Heißsporn. Yo. Sonnewick, solares Leben. Ich mag Sonnewick echt gerne. Aber wie gesagt, dazu dann im nächsten Part auf jeden Fall mehr. Ich meine, es sind noch 5 Trainerkämpfe, aber ich denke, wir sollten das trotzdem hinkriegen. Und dann kann ich auch Ballkapseln dekorieren, da freue ich mich doch schon die ganze Zeit drauf. Gut. Dann schnell wieder hier raus. Hier gibt's nichts zu sehen, zumindest heute noch nicht. Gut. Dann stelle ich mich schon mal passend hin. Nämlich hier so hin. Und dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Bloody Platin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.